Liebe Gemeinde, willkommen zurück nach, nun ja, sagen wir mal, angenehmer oder ausreichend angenehmer Genesung. Sehen wir uns auch im neuen Jahr endlich zu unserer ersten regulären Siedleraufnahme wieder. Und wie bereits angekündigt, hatten wir in der letzten Aufnahme einen Klassiker mit der Bergfeste. Wir machen mit dem nächsten Klassiker weiter, der eisige Fjord. Im nordischen Landschaftsgefilden steht euch ein beeindruckender Gegner gegenüber, die Nordfeste regiert von Kerberos und Morfiché. Doch ihr könnt auch Verbündete gewinnen. Wir haben nur eine Art und Weise. Oh, hallöchen Ari. Hey, hey, Puppe, bist du öfters hier im Ladebildschirm? Pack den Bogen weg. Bedroh mich nicht so. Wir haben nur eine Möglichkeit, Verbündete zu erlangen, indem wir sie plätten und danach bezahlen, damit alle ganz genau wissen, wer hier die Hosen im Bündnis anhat. Ja. Ladebildschirm, ich hab fertig erklärt. Du kannst fertig sein. Nicht, dass ich mich über... Ah, na natürlich. Eine raue, unwirtliche Gegend, in der sich eure Helden befinden. Am Ufer des eisigen Fjords erheben sie steile und felsige Hügel. Das Land ist karg und wenig bewachsen. Am nördlichen Ufer thront die Stadt Nordfeste, deren finsterer Herrscher das Land tyrannisiert und jeden Fremden als Feind betrachtet. Hallöchen, Belagungskanonen. Am östlichen Ufer befindet die Stadt Eastwich. Das ist Westen. Hier lebt ein ebenfalls recht kriechisches Volk, aber Fremden gegenüber nicht so unnachgiebig. Das Fremden gegenüber nicht so unnachgiebig gesinnt ist. Seit Jahren schwelt ein Konflikt zwischen Eastwich und Nordfeste. Zurzeit allerdings herrscht Waffenstillstand zwischen den beiden Städten. Am Ufer des Fjords lebt ein Edelmann, der euch vielleicht nützlich sein könnte. Er ist in diplomatischen Angelegenheiten sehr bewandert. Auf einer kleinen Insel hat sich ein alter Wikinger niedergelassen. Er soll dort große Schätze horten, so erzählt man sich. Spielt, wie es euch gefällt, achtet nur auf eure Burg nicht verliert. Ja, klar. Jetzt müssen wir wieder umgewöhnen. Aus dem Turnier kenne ich es noch, dass wir zum einen jetzt 10 Kilometer rauszoomen können. Was hier nicht so ganz gegeben ist. Und, dass ich mich nicht so beeilen muss. Also, erstmal einen Überblick kriegen. Wo stehen denn hier die Sachen? Wo kann man hier schöne Dinge hinsetzen? Da, Lehmschacht. Na gut. Geht ganz schön. Wo möchten wir denn unsere Hochschule stehen haben? Das ist ungewohnt, die Gebäude aus der Nähe zu betrachten. Und nicht aus dem nahen Orbit. Hier möchte ich eigentlich unsere Rekrutierungsbasen hier so stehen haben. Das scheint mir sinnvoll. Wo kommt die Hochschule und wohin die Kathedrale? Wir könnten nicht die Hochschule theoretisch hier so in die Klippe setzen, weil diese Steine weg sind. Da können sich Leute direkt runterstürzen. Wir setzen unsere Hochschule einfach mal hier so hin. Wird erledigt. Das blockiert ein bisschen dieses Straßengefüge hier, aber es wird schon passen. Wir können trotz allem unsere Leibeigen noch ausheben. So, Gruppe 0. Gruppe 9. Sofort. Bevor ihr vollkommen wirklich ausrastet. Ja, ja. Wohin mit diesen Schönheiten? Apropos. Gleiches gilt für hier unten. Hierhin. Denn sein muss. Und ja. Hierhin. Ja! Natürlich. Baut hier. Baut sicher. Hier. Wir haben ja nicht so viel Platz zur Hand. Ich würde sagen, hier in dieses Viertel kommen unsere militärischen Basen, hier kommt unsere Kathedrale hin und hier kommt die Versorgung für unsere Freunde von der Hochschule. Wohnhäuser durchlaucht. Ja! Fertig, Meister! Oh, das funktioniert absolut gar nicht wirklich, aber... Ah, fürs Erste gut genug. Hierhin. Aber gern. Das passt. Wird erledigt. Wenn's denn sein muss.
Und jetzt haben wir gar jetzt haben wir überhaupt keine Ahnung mehr, was wir tun sollen. Wir nehmen mal Arien zu erkunden. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ein Bergmann nimmt seine Arbeit in einer Mine auf. So, eigentlich können wir Erg und Pilgrim schon mal hier nach vorne ziehen, wie nur falls irgendwer uns anpöbeln möchte. Fertig. Ich dachte schon, wir hätten drei Wohnhäuser gebaut und wollte mich schon vollkommen wie ein Idiot. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Ihr seid Gruppe 8. Fertig, Meister. Ein Gelehrter. Eure Aufgabe. Seine Studien auf. Ich hätte diese Bäume zwar gerne noch hier oben. Oh, verdammt. Noch nicht komplett genesen. Ah, Husten, lass das. Alle Bauernhöfe sind belegt. Hustenrad sind überbewertet. Die Siedler haben nichts zu essen. Ihr könnt alle hier diese Bäume hacken. Natürlich. Das hier kann alles weichen. Außerdem. Na gut. Außerdem. Artikulation versucht zwar schnelleren Husten, aber was will man machen? Opfer, die. Es gibt Opfer, die erbracht werden müssen. Freilich. Haben wir noch diese ganze Umringung von unserer. Von unserem Städtchen hier? Jawohl. Oder wo ist denn der ideale Punkt, um unseren Schlussstrich sozusagen zu ziehen? Pilgrim kann schon mal hier freisprechen. Keine Angst, ich verstehe was davon. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. So, wo ist denn die ästhetischste Verteidigungsanlage? Ich würde fast sagen, wir können unsere militärischen Basen schon hier irgendwo hinsetzen. Ja. Wenn ihr meint, natürlich. Ja. Ja, wir können dieses Gebiet hier nehmen. Dann haben wir hier so eine Schlachtfeld-Todeszone. So gut ich kann. Gut. Ja, natürlich. Betrachtet die Sache als erledigt. Sofort. Ja, es sieht aus wie ein Schlachtfeld, in dem wir einfach nicht bauen werden. Wie ihr wünscht. Und dann gehen wir bis dann expandieren wir bis hierhin. Das gehört alles uns. Ja. Ey, kriegt euch ein Ballistertürmer. Ja, natürlich. Ja, Milord. Das bedeutet, wir können hier oben unsere Kathedrale noch hinsetzen. Unter dem Marktplatz. Da können wir vielleicht hier drunter in den Ring die Veredelungsgebäude und so setzen. Dann wird das schon alles gehen. Ja, natürlich. Oder zuerst mal hier hinten kommt die ganze Militärgebäude hin. Das hier ist der Aufstieg in unsere Stadt. Hier. Ich erinnere mich, dass es hier ein Dorfzentrum gab. Wird gemacht. Wird gemacht. Wird gemacht. Und ich bin... Pilgrim, spreng dich und verpiss dich. Ganz schnell. Feinde haben einen Held attackiert. Du hast schon die Leute angepöbelt. Wie ihr wollt. Wir gehen ja schon. Erstmal Zeit, unsere Uhr anzumachen. Denn da jetzt die ganze erste Woche des neuen Jahres, in welcher ich hoffe, ihr einen sehr guten Rutsch gehabt habt, einfach mal komplett aufnahmelos stattgefunden hat, und dann, muss ich dann hier ein bisschen marathonmäßig aufnehmen. Das bedeutet... Direkt nachdem ich hier ausreichend viel aufgenommen habe, geht's in Anno 1404 rein. Heute Abend wird Neverwinter aufgenommen. Und dann müssen wir schauen, wann wir in Sea of Thieves noch Lufs schöne 50 Kapitänstruhenkarte durcharbeiten. Ich bin schon unterwegs. Ja. Das möchte man nämlich auch noch machen. Sicher. Alles ist dann jetzt aufgekriegt, denn... Krankheit und Siedler 5 Turnier haben sehr viel Zeit in Anspruch genommen, aber ich möchte das Ganze nicht zu lange vernachlässigen. Da kann ich die Kathedrale so stehen. Hier oben auf der Klippe sieht sogar ganz gut aus, würde ich sagen. Können sich die Leute, die hier beim Beten nicht ganz erfolgreich waren, direkt die Klippe runterstürzen. Das löst ja alle Probleme. Relativ permanent. Nicht zur Zufriedenstellung, würde ich sagen, aber permanent. Hier unten. Entweder ein schöner Aussichtsturm. Wenn man Leuchttürme bauen könnte, würde ich hier einen hinsetzen. Aber Leuchttürme ist auch aus den Legenden reingekommen. Oder einen Wetterturm kann man hier hinsetzen. So eine Wettermaschine. Auch wenn ich das Gefühl habe, die wäre hier vielleicht angebrachter.
Wenn ihr wollt. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Weil zentraler. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Ja, hier möchten wir auf jeden Fall diese Gebäude stehen haben. Sägemühle und Ziegelte. Wohin wollen die? Sobald diese Bäume hier wechseln, können wir uns um diese Häufchen hier kümmern. Dann können wir diese Gebiete hier nutzen. Ich hätte die Ziegelte kann nie hin. Ach, manchmal ist das Aussprechen von Sätzen zu Ende noch ein bisschen schwierig. Geht hier. Ja, ist gut. Diese Bäume sind gerade nicht so, nicht so wichtig. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. So, das muss zuerst mal klargestellt werden. Denn Deus wollte, dass hier die Kapelle steht. Und dann kann entsprechend da ein Bauernhof hin. Da ein Wohnhaus. Ja. Und wir haben nicht genug Leben. Ja. Da muss auch ein Wohnhaus hin. Die Gelehrten werden nicht außenrum rennen, dahin zu gehen. Also das ist ganz angenehm. Also haben wir insofern schon alles im Griff. Eigentlich hätte ich die Wohnhäuser hier so hinsetzen müssen. Aber dann hätte ich nicht gewusst, was hier reingepasst hätte. Also wird das schon so passen. Wenn wir hier so eine Kapelle oder so ein Pavillon hinsetzen oder hier hin. Und hier vor vielleicht noch so einen Brunnen, dann wird das Ganze ganz schnuckelig aussehen. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Wir brauchen trotzdem noch sehr, sehr viele Leibeigene. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Einige Krankheiten werden einfach mit übernommen. Also kann ich Gruppe 9 dann direkt zum Aufbauen abziehen. So, Ari, kann sich noch ein bisschen umsehen gehen. Hier so unten am Strand. Steuern und Sold werden gezahlt. Pilgrim, dort unten befindet sich etwas, was du freisprengen kannst. Tu uns den Gefallen, wenn du möchtest. Dario, hier unten gibt es Dinge, die du gucken kannst. Hier möchte ich den Marktplatz stehen haben. Ihr braucht mehr Holz. Ja, in allen. Es regnet. Nein, wir machen hier keinen Massenhandel. Für Säge weg, wenn wir hier unten schon noch Platz finden. Und was hier hinkommt, wird nicht eine Bank oder so. Ein Priester tritt in eure Dienste. Der Mentor ist nicht begeistert. Das bedeutet uns aber herzlich wenig. Natürlich. Wir können uns auch die Zeit leisten, einfach die Steuern erst dann noch zu tun, wenn wir die Kathedrale bereits stehen haben. Ich bin schon unterwegs. Kiste. Freilich. Darauf habe ich gehofft. Natürlich. Kohlen! Gruppe 8 freut sich. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung. Aber los, geht aggressiv auf das Holz los. Und dann haben wir Gruppe 9 und Gruppe 0 können sich in den Lehen kümmern. Und der Dachchef kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Wollen wir uns das gönnen oder wollen wir es auch nicht gönnen? Nichts zu tun, ich war gar nicht da. Ich glaube, wir wollen uns den Steinbruch zuerst gönnen. Herr Bimmel, halt die Schnauze. Dem Stall und der Kaserne könnt ihr Hauptmänner rekrutieren, denen beim Verlassen des Gebäudes automatisch eine Anzahl Soldaten unterstellt werden. Ey, macht ihr mal genug Zeug für Bauernhof? Wäre sehr freundlich. Mochte Bauernhof. Natürlich.
Ich hab getan, was ihr wolltet. Es ist so schön, mal ein bisschen entspannend spielen zu können. Um diese Zeit hätten wir ansonsten schon längst 72 Ziegelhütten aus dem Boden gestampft. Ist in Ordnung. Und wären schon als in die Geschichte eingegangen als der größte Bevölkerungs... Ich bin wirklich sehr hungrig. Ach so, ja. Ist eine Arbeit. Und wären bereits in die Geschichte eingegangen als der größte Bevölkerungsmisshandel der Weltgeschichte. Genau, der Handel war das nächste Ziel. Oder der Marktplatz. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Fertig, Meister. Dieses Häufchen muss weichen. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen? Und hier kommt unser Markt. Kein Problem. Den wir theoretisch können wir mit einem einzigen Markt auch schon Unmengen an Ressourcen sammeln, indem wir jetzt die ganzen Leibwiesen auf diesen Holz, auf die... Was macht ihr da? Ach, Gruppe 9. Ihr seid ja auch noch da. Kein Problem. Aber das müssen wir zuerst beschafft kriegen. Natürlich. Ich wollte euch hier hinschicken. Ja. Ich weiß nicht. Ich frage nicht. Ich weigere mich einfach. Fertig. Ihr könnt hier unten mitspielen. Aber gern. Wie ihr wollt. Natürlich. Dario starre inzwischen einfach aufs Meer hinaus. Ja. Sicher. Och, nur gemütlich. Nein. Wir brauchen das Holz ja. Das ist noch was anderes. Für was eigentlich? Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen. Und der... Dachschild. Hier kann eine Bank oder ein Steinmetz... hier kann eine Bank hin. Die passt hier wunderbar hin. Hier dann wahrscheinlich das Sägewerk, wenn das hier passt. Dafür muss das hier aber alles weichen. Alle auf den Lehm! Danach alle diese Häufchen hier wegbeseitigen. Dürfte nicht zu lange dauern. So, hier entlang ist mal gar nichts. Da hat eine Kiste gefunden. Die uns wieder mal ins Gesicht spuckt. Es gibt Leute, die haben Probleme mit Mimics, das heißt Kisten, die einen fressen wollen. Wir öffnen Kisten, die sind einfach leer. Ja, mein Lord. Gut. Gut. In Ordnung. Wie ihr wollt. Die sind so leer, das Vakuum darin könnte sogar das Weltall aufsaugen. Es ist Zahltag. Oh, Hallöchen. Ja, 1000 Holz. Wie ihr wünscht, mein Herr. Das löst eventuelle Holzschwierigkeiten und Bedenken, aber schön. Keine Angst, ich verstehe was davon. Ich mag Kisten. Kisten sind toll. Wie ihr wollt. Wir hatten den Diplomaten immer noch nicht angequatscht, obwohl wir das schon vorher gehabt hatten. Sehr aber wohl. Dann haben wir es irgendwie ablenken lassen. Gut. Sehr wohl. In Ordnung. Wie wir das ästhetisch absichern wollen, bin ich mir nicht ganz sicher. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ah, kannst du mal zu den Anhelden zurückkommen. Die Erkundigung werden wir im Winter durchführen. Mit unserem, ey, Leute. Da. Hm. Das gilt für jeden Einzelnen von euch. Da drauf. Ja, ist gut. Wir brauchen den Platz.
Und wenn ich sage, wir brauchen den Platz, dann heißt das, wir wollen den Platz. Das können wir uns leisten. Einfach mal beten. Eure Siedler werden gesegnet.